Begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Meditation, eine Heilungsmeditation mit dem Erzengel Raphael. Und in diesem Moment, dass ich euch diese Meditation vorbereite, Raphael beginnt schon seine Energie auszudehnen. Schließt eure Augen. Entspannt euch. Die geistige Welt bringt euch auf eine wunderschöne Wiese. Atmet die Luft in euch hinein. Spürt, wie diese Luft beginnt sie auszudehnen. Alle alltäglichen Probleme werden immer kleiner. Und alle Probleme, die euch beschäftigen, beginnen sie verkleinern. Jede Problem einzeln wird als kleine dunkle Perle an eine Perlekette gebunden. Und jede hat auf dem Hals eine wunderschöne Kette aus dunkler Perle. In eurem Welt, die dunklen Perlen haben höhere Wert als die weiße Perle. Genauso in unserem geistigen Welt auch. Jede Problem, die ihr in eurem Leben löst, hat größeren Wert. Jeder Mensch, der auf sich größere Probleme nimmt, bedeutet, der ist einfach stärkere Person ist. Ihr seid sehr stark. Aus diesem Grund haben jede für sich größere Probleme aufgenommen. Und jetzt alle Probleme hängen auf diese wunderschöne Kette. Und ich rufe Erzengel Raphael. Ich bin Engel Raphael. Mit jedem Wort, das sehe ich durch Tatjana spreche, beginnt meine Energie zu euch direkt zu fließen. Spürt, wie Welle nach Welle fließt zu euch meine Energie. Ich umhülle euch mit meiner Heilenergie. Öffnet eure Herzen. Erlaubt mir, euch zu heilen.
mein Energie fließt in alle eure Körper. Ich kenne euch und jeder von euch kennt mich. Jedes Mal, wenn ihr nach einer höheren Inkarnation den Körper verlassen habt, habe ich für euch gewirkt. Habe ich eure Seele geheilt. Und ich freue mich, die Möglichkeit, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, für euch direkt zu wirken. Ich sehe eure Schwachpunkte im Körper, aber ich sehe viel mehr, als ihr könnt nur wahrnehmen. Die Menschen spüren Schmerzen im Körper, nur im physischen Körper, aber alle Ursachen liegen auf der energetischen Ebene. Ich betone noch einmal, alle Ursachen befinden sich auf der energetischen Ebene. Und ich beginne jetzt, auf diese Ebene für mich zu wirken. Es ist unmöglich, auf einmal alle Ursachen zu heilen, zu klären, zu transformieren. Ich mache, was in meiner Macht für euch zu machen. Ihr könnt spüren, wie gleichzeitig in jedem Chakra, in jedem Lichtkörper wirkt. Ich bin Erzengel Raphael. Meine Fähigkeiten sind sehr groß, aber nicht unbegrenzt. Aus diesem Grund, ich bin nicht alleine zu euch gekommen. Ganze Schar von Engeln begleitet mich heute. Jeder Engel hat bestimmte Spezialisationen, wie ihr Menschen sagt, und wirkt auf bestimmte Ebene für euch. Und ich übernehme Führung und leite auch alle meine Helfer. Und jetzt beginne ich direkt, die Seele zu heilen. Spürt die Mitte in eurem Herzchakra, beginnt sich eine Sonne auszudehnen. Diese Sonne ist eure Seele, das ist göttliche Kern in jedem Mensch. Jeder Mensch, der auf dem Planet Erde lebt, hat diese Seele. Bedeutet, dass jeder Mensch, das auf Planet Erde lebt, ist direkt mit dem Schöpfer verbunden.
und jeder Mensch hat Recht, eigene Verbindung zum Schöpfer bewusst zu erleben. Aus diesem Grund bin ich heute da. Ich bin heute zu euch gekommen, um euch zu unterstützen, diese göttliche Kerne durch besser spüren zu können. Ich, Engel Raphael, mache jetzt alles, was in meiner Macht ist, um euch befreien von allem, was euch stürmt, eure göttliche Kerne zu spüren. Und alle eure körperlichen Beschwerden machen es. Sie lenken eure Aufmerksamkeit von diesem göttlichen Kern in euch auf sich. Ich kann nicht eure physischen Körper auf einmal heilen. Ich wirke jetzt direkt in eure Seele. Ich löse durch kristalline Strukturen, die euch verhindern, Verbindung zum Schöpfer in jedem Augenblick spüren. Diese kristallinen Strukturen in eurer Seele sind wie kleine Lichtknoten. Und deswegen fließt die Energie nicht flüssig. Ich löse eine energetische Knoten nach der anderen. Eure Seele hat sehr viel Schmerzen aus den früheren Inkarnationen gespeichert. Man kann nicht auf einmal alle diese Erfahrungen zu heilen, zu klären, zu transformieren. Aber sehr vieles konnte ich für euch heute machen. Ziehe meine Energie aus eurer Seele und wirke jetzt für eure emotionale Körper. Ich kläre eure emotionale Körper. Bringe eure Gefühle und Emotionen ins Gleichgewicht.
Unsere Arbeit ist heute sehr intensiv. Ich empfehle euch, nach dieser Meditation euch einfach die Zeit für die Ruhe gönnen. Ich habe sehr viel in eurem alten Lichtkörper gewirkt, gereinigt und transformiert, geheilt. Man kann nicht auf einmal alle Krankheiten zu heilen, alle Ursachen zu transformieren. Wir haben heute alles gemacht, was wir konnten. Vor halbem Jahr hat Tatjana sehr intensiv mit Vesta gearbeitet und für ihre Freundin Vestas Schutzkreis gegründet. Seitdem, jeden Tag, stehen ihre Freundin im Schutz in Vesta. Sie achtet auf sie. Sie stärkt ihre Intuition und Energiekanäle aus, damit sie mehr spüren. Trotz aller Begrenzungen physischer Körper können diese Freundin schon viel mehr und deutlich spüren, was ist für sie richtig, was ist nicht richtig. Ich habe Tatjana gebeten, dass sie Raphaels Heilkreis gründet. Das hat sie gestern schon für ihre Freundin gemacht. Ich möchte meine Gründe dafür jetzt euch weiterbringen. Ich habe hier auf dem Planet Erde in eurer Dimension keine Körper. Ich wirke für euch als Geist. Und ich brauche jemanden, der verankert meine Energie auf der Erde zwischen Menschen. Ich arbeite mit Tatjana schon seit mehreren Inkarnationen zusammen. Und jetzt kann jeder spüren, wie meine Energie wirkt für euch hier in eurer Dimension. Ich habe Tatjana gebeten, dass sie eine Energiekarte vorbereitet. Diese Energiekarte wird für jeden persönlich mit meiner Energie energetisiert, so dass sie wird nur für euch persönlich wirken. Ich als Geist brauche keine Karte, aber ihr Menschen braucht eine Anker. Diese Karte funktioniert wie um eure Hände. Wenn jemand nimmt Karte zu sich, ist es für mich Zeichen, dass ihr ruft mich. Und ich werde bei euch sein, eure alle Körper scannen und für euch eine Portion Heilung bringen. Das wird auch Raphaels Heilkreis machen. Ich habe Tatjana gebetet, dass sie jeden Abend Zeit für mich ausrichtet und ich werde in dieser Zeit durch sie für jeden, für euch zu wirken. Spürt jetzt noch einmal, wie meine Energie fließt jetzt zu euch.
Ich habe Tatjana gebetet, das ist für euch zu tun. Sie hat bis jetzt auch mit Vestas Schutzkreis nur für ihre Freundinnen gewirkt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass es die Erde möchte ihren Aufstieg beschleunigen. Und die Menschen, das sind diejenigen, die bremsen diesen Prozess. Und ihre geistige Welt suchen immer neue Möglichkeiten, wie wir euch Menschen unterstützen können. Ich, Erzengel Raphael, rufe ins Leben Raphaels Heilkreis auf. In diesem Moment hören alle Engel, alle geistigen Wesen auf der Erde meinen Ruf. Niemand und nichts kann widerstehen meinem Energiefluss. Ich verabschiede mich nicht von euch, da ich noch eine Weile bei euch bleiben werde. Ich habe Tatjana gebetet, dass sie auf ihrer Seite im Internet die alle Informationen über Raphaels Heilkreis und über neue Energiekarte für euch zur Verfügung stellt. Und jetzt beende meine Botschaft und wirke nur energetisch weiter.